Leute, was geht ab, euer am Start und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal, Freunde, denn ihr seht schon am Titel, wer zuerst aufhört, Fortnite zu spielen, hat verloren. Und zwar heute gegen Godemod. Was geht ab, Mann? Was geht, Junge? Ja, was geht, Bro? Freunde, das Ganze wird heute um 1000 Euro gehen. Also der gewinnt, bekommt 1000 Euro vom anderen. Easy. Easy, Bro, win, Bro. Was für easy, Bro, Junge. Du bist Familienvater. Na und? Bro, ich halte viel länger durch wie du. Niemals. Du kannst nicht. Bro, 1000 Euro, du wirst es sehen. 22 Uhr Schlafenszeit. Für die heutige Challenge gibt es nur drei Regeln. Erste Regel, wir dürfen uns nicht gegenseitig Stecker ziehen oder Strom oder keine Ahnung. Ah, okay, sehr. Ganz, ganz wichtig. Ja. Zweite Regel, wir dürfen nicht auf Handys spielen, sonst kann man ja übel dribbeln alles. Ich hatte schon in meinem Kopf ausgerechnet, wie ich irgendwo schlafe mit dem Handy. Nee. Real Talk, geht gar nichts. Okay. Und dritte Regel, Freunde, aufhören Fortnite zu spielen heißt wirklich aufhören Fortnite zu spielen. Das heißt, auch wenn du auf Toilette gehst, verloren. Ja, aber was ist, wenn du jetzt wie in der Startlobby chillst? Dann bist du in Fortnite. Wenn du jetzt natürlich schläfst oder so, dann hast du verloren. Aber du musst schon spielen. Okay. Ist ja klar, dass man mal in die Lobby geht, aber das sind die Regeln, Freunde. Okay. Deswegen ganz, ganz wichtig, da müssen wir uns dran halten. Wenn einer dagegen stößt gegen eine Regel, ist man disqualifiziert. Und der andere bekommt direkt die 1000 Euro. Bro, 1000 Euro. Hast du verloren, Bro? 1000 Euro. Wisst euch. Bro, guck mal, ich habe mir schon ausgemalt, was ich mir kaufe. Mhm. Okay? Das ist einmal was zu essen. Ja, das hätte ich mir denken können, ja. Und das war's, oder? Ja, perfekt. Freunde, ihr müsst wissen, Odemod ist extra aus Stuttgart hier zu mir gefahren, nur um dieses Video zu drehen. Deswegen, Bro, wir ziehen durch. Ich sag euch jetzt schon, der Dreh wird wahrscheinlich über einen Tag dauern. Ich werde safe, also ganze Nacht werde ich easy durchmachen. Ich bin eh so ein Mensch, ich muss nicht auf das Toilette, deswegen alles cool. Aber ich auch nicht, Bro. Du wirst schon sehen, ich habe noch den einen oder anderen Joker. Kannst du mal kurz so nach oben zeigen, einmal? Ja, so, genau, ja. Hier? Ja, nee, schon mehr in die Ecke. Hier. Ja, genau, ja, das ist gut. Nee, perfekt. Was da? Nein, da stand nur liebe Grüße. Freunde, wir starten rein. Wir werden es jetzt auch so machen. Wir gehen einkaufen. Wir haben 5 Minuten im Einkaufsladen Zeit. Dürfen 3 Items kaufen. Energy Drink, ja, egal easy. Was uns auch so ein bisschen hilft. Easy. Wir müssen ja auch was essen und so, weißt du? Aber denk dran, du darfst gleich nicht mehr aufstehen. Deswegen denk nach, was du dir kaufst. Okay, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Ihr seht schon, da vorne ist der Einkaufsladen. Bevor wir aber jetzt reinstarten, wir brauchen einen Wagen. Kannst du den gerade holen gehen? Für 3 Sachen? Wir brauchen einen Wagen, Bro. Okay, Freunde, der geht jetzt einen Wagen holen. Du 31er. Was Odemod allerdings nicht weiß, Freunde, wir haben den kleinen Joker. Und ich schwör's euch, Kuss geht raus. Ihr seht's ja auch gerade schon oben eingeblendet. Das heutige Video ist eine Kooperation mit Logitech, Freunde. Denn die haben mir einfach ihre nagelneue G-Cloud Gaming-Konsole zugeschickt. Und mit diesem Teil können wir von überall aus zocken. Aber das mit der Game-Changer. Odemod kann nicht auf Toilette gehen. Ich kann schon auf Toilette gehen. Ich stand einfach Fortnite hier drauf und spiele ja weiter Fortnite auch auf Toilette. Ich kann später noch rausgehen, einkaufen gehen, essen gehen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann von überall Fortnite spielen, egal wo ich gerade bin, ich kann mir Handy einfach Hotspot geben. Und aus dem Grund kann das nur ein Easy Win werden. Ich kann eigentlich nicht verlieren. Ich werde ganz am Ende den Prank auf jeden Fall auflösen, Freunde. Und Odemod wird dann trotzdem das Geld gewinnen. Ich will auch nicht assi sein. Aber Real Talk, Freunde, wenn Odemod es trotzdem schafft, länger Fortnite zu spielen, dann ist vorbei. Weil schlafen gehen und so kann ich auch nicht. Wer weiß, wie hart Odemod durchzieht. Aber Odemod, wenn du das hier siehst, wenn du länger durchhältst, bekommst du 2000 Euro. Glaub mir dann, Bro, hast du meinen größten Respekt. Wer sich von euch fragt, was die Logitech G-Cloud überhaupt ist, das ist quasi eine portable Spielekonsole. Die könnt ihr überall mit hinnehmen. Und von dieser Konsole, die wohl krassesten Games einfach streamen. Und das ohne Wartezeiten. Ihr seht sie auch gerade im Hintergrund, die Konsole selber hat einen 7 Zoll Full HD 1080p Touchscreen mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hertz, also ein Vollbildspielerlebnis im 16:9 Format. Und top kommt sogar noch eine 12 Stunden Akkulaufzeit, also ihr könnt damit wirklich richtig zocken, nicht nur mal für ein Stündchen, sondern Vollgas. Und ihr seht ja gerade im Generellen, wie das aussieht. Die ganzen Bedienelemente, generell das Gefühl damit zu zocken, ist einfach sehr, sehr hochwertig. Es fühlt sich sehr, sehr krass an. Das Gyroskop oder sogar die ganzen Bedienelemente, die sind halt wirklich krass. Aber ganz, ganz wichtig, Freunde, ihr könnt auf dem Ding natürlich nicht nur Fortnite spielen, sondern wirklich hunderte von Titeln. Und zwar die krassesten Games überhaupt, wo man normalerweise übel lange Wartezeiten hätte und keine Ahnung was, aber auf dem Ding direkt mit einem Klick. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist WLAN. Das könnt ihr aber auch mit dem Handy, keine Ahnung, Hotspot geben oder generell WLAN öffentlich, egal wo. Und ein Cloud Gaming Abonnement, Freunde, und dann seid ihr drin. Aber ja, Freunde, ich sehe gerade, Odemod kommt wieder. Okay, wir geben Gas. Let's go. Okay, Freunde, wir stehen jetzt vor dem Supermarkt und ich würde sagen, wir starten rein. Ich zähle mit. Bist du rein? Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Ja, Bro, Digga. Chill, die Zeit geht erst, bis wir drin sind. Ja, mein Rad. Hä? Mein Rad. Was denn? Mein Rad ist kaputt. Ja, hau rein. Weißt du, was du dir holst? Ja. Ja, ich auch. Okay, Freunde, let's go. Ich wette, ein 10er, du holst dir einen Energy Red Bull oder so. 100%. Safe. Bro, das ist so schlecht, wirklich. Digga, du hast keine Ahnung, wie es geht. Mein erstes Item.
ist eine wunderschöne Limette. Denn, Freunde, wenn ich müde werde, unkonzentriert werde, schneide ich die Limette und packe sie mir auf die Augen und dann brennt's und dann bin ich wieder wach. So sieht's nämlich aus. Hier, Freunde, erster Trick 17. Supplements. Ich werde mir auf jeden Fall Koffein oder so holen. Ich ziehe mir jetzt, ich gebe ihn sowieso alleine wegen der G-Cloud, aber wir brauchen irgendwas mehr. Junge, geh mal weiter jetzt. Was willst du von mir? Was willst du? Nix. Ich habe mein erstes Item schon. Dein erstes Item? Zitrone oder Limette? Das ist eine Limette, mein Lieber. Ja, wofür? Das werden wir gleich noch sehen. Das ist so schlecht. Ja, geh mal weiter jetzt nicht, mich ausspionieren. Ah, Flave Drops, Beauty Gummis, die kann sich Odermann holen. Du bist so dumm, ne? Wo hast du die Tomatenpaste gekauft? Bro, weil es lecker ist, tschüss. Okay, Freunde, scheint es hier echt nicht zu geben. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, da mache ich einen anderen Plan. Ich kaufe irgendwas. Ich kaufe noch was Leckeres zu essen für heute Abend. Oder man wird es eh vergessen. Der holt sich eh Red Bull und keine Ahnung was. Ich glaube, was soll man tun? Ich hole meinen ersten Eintopf. Und man wird sich denken, Bro, was machst du denn? So Leute, wir nehmen einen wunderschönen roten Apfel, denn falls wir die Energie verlieren, brauchen wir nicht irgendwie Chips oder irgendwas zu bestellen. Nein, wir haben einen Apfel, der uns viele Nährstoffe gibt, wie zum Beispiel Vitamin 3D, 5C und keine Ahnung, rein in den Einkaufswagen. Und ich würde mal sagen, Freunde, wir haben unsere Items voll. Meine lieben Damen und Herren, sind meine Items. Dann, Freunde, das nächste, es darf nicht fehlen. Einfach als Alibi, Freunde, damit er wirklich denkt, wir ziehen durch. Jetzt haben wir Erbseintopf, einen Gönnergy. Und ich würde sagen, boah, ich hole mir noch irgendwas zum Snacken, oder? Wenn wir lange zocken, brauchen wir irgendwas Geiles zum Essen. Ja, Mann, ich glaube, das passt. Schöne Weihnachtsmischung. Zack, dann haben wir unsere drei Sachen ready. Und Abfahrt. Sorry. Was ist das? Ja, was? Einfach Gönnergy, Bro. Ja, wir müssen auch was. Top. Was hast du uns zu essen für den Abend? Gar nichts. Ein Apfel. Ja, Bro, Erbsen-Eintopf und was zum Snacken? Nein, nein, nein. Hä? Schlecht. Bro, wir werden die ganze Nacht zocken. Das macht dich müde. Das macht dich müde. Und das ist vielleicht gut, aber die anderen zwei machen dich müde. Also ich habe gerade nur gehört. So, Freunde. Junge, hör mal auf, Check-In zu setzen. Das ist es. Das ist Junge, das Gewinnerfrühstück. Freunde, er hat sich wirklich einen Apfel gekauft. Bro, Vitamine. Hält dich wach im Kopf. Okay, pass auf. Ich erkläre dir kurz die Meta, ja? Okay. Erbsen-Eintopf. Hast du mal dran gedacht, ich würde abends was essen wollen? Apfel. Erbsen-Eintopf. Apfel besser. Nee. Dann was zum Snacken, übel lecker, Bro. Mach dich müde. Weihnachtsmix. Mach dich müde. Alles drin, Kinder Country, egal was. Mach dich müde. Ja. Und zu guter Letzt. Kuss, Diggi. Gönnergy. Das ist gut. Das ist gut, das ist auch besser. Jetzt pass auf. Bro, ganz kurz, im ganzen Laden gibt es 100 verschiedene Energy-Sorten. Du kaufst den Classic Red Bull. Ja. Warum? Lecker. Dann, irgendwann später hast du Hunger. Übelst Hunger. Ja. Dann beißt du einfach in den Apfel rein. Und du hast immer noch Hunger. Äpfel sind da. Okay, okay, alles gut. Ja, ja. Und das ist die Meta, Lukas. Das ist mein Ende. Eine Limette. Ja. Weißt du, warum? Warum? Ich werde, wenn ich müde werde, später, ja, und meine Augen schon zufallen, werde ich diese Limette aufschneiden, mir in die Augen drücken und wieder wach. Und das ist die Meta. Ah, okay, okay. Aber muss ich ehrlich sagen, wird langsam echt G-Cloudig, oder? Was ist G-Cloudig? Ja, Cloud, also Wolke. Hä? Bro, es wird, Junge, ach, Tay, du raffst doch gar nichts. Okay, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich bin hier bei meinem Gaming-Setup. Was geht ab? Ich habe jetzt die andere Aufnahme auch schon laufen, Freunde. Ihr seht schon, Fortnite ist am Start. Aufnahmeprogramm ist am Start. Und ich bin mit Odemann im Discord, der da hinten an meinem zweiten Setup sitzt. Bro, ich werde dich heute zerbersten, Junge, du bist zerstört. Das Ding ist, Leute, wir haben jetzt gerade 16.06 Uhr, glaube ich. Ja, da könnt ihr sehen, 16.06 Uhr. Wir starten jetzt rein, Freunde. Mein Stuff ist hier, mein Gönnergy, meine Erbsensuppe und was zum Snacken. Ich habe sogar schon eine Sache gegessen. Odemann hat seine ganzen Sachen auch schon bereit, Freunde. Seinen Apfel, seine Limette und Red Bull. Bro, er kauft sich einen Apfel und eine Limette. Das wird es. Aber gut, wir fangen jetzt an. Alles ist bereit, alle Aufnahmen laufen. Odemann, ich wünsche dir viel Glück, mein Freund. Das wird eine harte Challenge, aber ich sag dir ehrlich, wenn du ganz doll an dich glaubst, werde ich trotzdem gewinnen. Perfekt. Ja, besser ist es, Junge. Dann, ich mach die Tür zu. Ich mach die Tür zu und denk dran, ne? Ich sehe alles im Discord. Wenn du auf Toilette gehst, hast du verloren. Bro, wir sehen uns, ja? Ciao. Bro, ich würde ihn so hops nehmen jetzt. Naja, oh, was haben wir denn da schon bereit? Ja, wir haben schon meine Tastatur bereit, Bro. Ich fange jetzt an, ne? Ich starte die Runde.
Der wird ihn so hops nehmen, ne? Die G-Cloud von Logitech, Freunde. Oh mein Gott, das ist einfach der Key. Ihr seht schon, Fortnite ist ready. Ich muss nur noch auf Spielen klicken. Ich kann direkt loslegen. Aber wir machen erstmal wieder kurz aus, Freunde. Denn die brauchen wir später. Ich muss sie ein bisschen versteckt hinlegen. Aber ja, ich würde sagen, let's go. Erste Runde startet jetzt rein. Bro, der Videodreh wird so lange dauern. Oh mein Gott. Und erste Runde, let's go. Let's go. Eine Sekunde. Erster Mal Battlebus heute. Bro, wir werden den noch 500 Mal sehen. Das ist dir klar, oder? Ja, Digga, ich habe jetzt schon keinen Bock. Aber irgendwie habe ich schon Bock, weil die Season halt geil ist, ne? Ja, sie ist schon geil. Sollen wir sagen, erste Runde, komm. Tilted. Erste Runde. Direkt, komm. Bro, wir können ja, das Ding ist, wir können ja auch 1000 Mal sterben. Das ist komplett egal. Das interessiert keinen. Wir spielen wahrscheinlich eh den kompletten Abend, die komplette Nacht und wahrscheinlich morgen und übermorgen. Keine Ahnung. Soll ich dir schon mal was sagen? Ich habe schon Hunger. Ich beiß in meinen Apfel einmal schon rein. Bro, so lost. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich esse jetzt hier einen schönen Kinderriegel, mein Freund. Ah, schön Schokolade mit Milch drin, ein bisschen gesund, ne? Au. Ich bin voller Energie jetzt. Und, ich habe eine Pistole. Ich bin down. Zweite Pump. Chill ich, Digga! Junge, genau wie in der Challenge. Du verlierst als erstes, mein Freund. Ach, Digga, ich werde den niemals verlieren, Bro. Bro, er chillt hier die ganze Zeit auf dem Dach. Hab den ersten. Ja, meine Karte liegt bei, ja, da ist noch einer, bei links, Big Ben. Zwei sind da. Ja, Vorsicht, das sind keine Bots. Ja, der Bot rusht dich. Nice. Bro. Über dir. Bro, hat mir noch nichts gehittet, ne? Nee. Kommt er denn hier? Bro, ich hab doch eine Wand gebaut. Bro, erste Runde, was klatschst du jetzt? GG. Ich hab 2 Kills, du hast gar keinen Kill, Bro. Peinlich. Ja, komm mal darauf hin. Erstmal noch eine von meinen Bro, da ist so viel drin. Von meinen ganzen Schokoladensachen. Feier dich ruhig, ne? Irgendwann müssen wir auf Toilette. Auf Toilette. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten rein. Erste Session. Wir machen jetzt einfach mal 1-2 Stündchen erstmal zum Reinkommen, oder? Ja, würde ich auch. Ja, let's go. Hab ihn. Noch mehr. Hab ihn. Bro, bei mir. Ja, hol die Karte und hau ab. Hau ab. Oh oh. Es geht wirklich! Ich verpiss mich da mal ganz unverbindlich, ne? Wünsch dir viel Glück, ey. Ich kann mich nicht bewegen! Ich hab die falschen Tasten. Er ist wieder, ja, er hat sein Mate geritzt. Okay, erstmal Schild reingönnen. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Freunde, was gibt's Geileres als diese Challenge gerade während der OG-Fortnite-Zeit? Bro, jetzt kann ich suchten, ohne dass meine Freundin irgendwie mehr Ärger gibt. Ich habe eh Bock, den ganzen Tag zu spielen. Jetzt machen wir so 24-Stunden-Challenge. Und jetzt kann ich legal spielen, Junge. Und keiner muckt mich doof an. Einfach geil. Lass immer machen, wenn irgendein geiles Game rauskommt. Vorsicht. Kurz mal weggenommen. Das war der mich eben gekillt. Das war meine, Bro. Vor allem, du hast halt einfach den blinzelndsten Skin skippt. Ja. Oh oh. Ah, chillig. Erstmal 5 Hits kassiert, bevor man gecheckt hat, was man angeschossen hat, der Wolf. Boah, Gänsehaut. Ja, da zieh ich jetzt mal aber ganz kurz mal weg hier, ne? Ja, ja, und da sterbe ich jetzt auch einfach mal. 3 HP, Digga, chillig. Ich glaube, das ist nicht so gut. 20 Minuten später. Durch hinterher. Das ist nur. Ey, wenn wir eine 40 Kills Runde schaffen, das wäre insane. Ey, die Maus Akku geht leer. Muss ich machen. Bravo. Ja! Ja, mal gucken, wer hier mehr Kills macht am Ende, ne? Sag ich dir, du. Junge, gib mir eine Maus! Noch klappt sie, chill. Ey, bitte, Odoman, das ist die erste Runde nach 4 Stunden. Bitte lass uns den Win jetzt mal holen. Es läuft gerade gut. Was soll ich machen mit meiner Maus? Ja, noch geht sie doch. Ab und zu hängt die einfach, weil Akku leer geht. Freunde, ich sag euch ehrlich, wir brauchen jetzt einen Win. Ich sag am Anfang, wir sehen uns wieder, wenn wir Wins holen. Das war vor 5 Stunden, Bro. Also, ich schwör. Es ist aber auch gottlos versweated heute. Hey, Bro, generell gerade Fortnite. Man hat entweder die größten Bot-Lobbys, also man hat Bot-Lobbys. Aber die ganzen Lobbys sind gemixt aus Bots
und den absoluten Mongralsvater Söhnen. Keine Ahnung was, Digga. Man wird komplett auseinandergenommen. Ey, Junge, es ist ey, so meine gottlos. Maus, Digga. Junge, Odo, Mann. Da kommt man einmal zu Besuch, Digga, und dann geht die Maus nach 5 Stunden nicht mehr, Bro. Ja, ich kann nicht mehr schießen. Odo, Mann, du kannst ja. Bam! Let's go! Let's do it, Bro! Oh mein Gott! Und jetzt auf. Bro, ich hab mir eben geschworen. Ey, beim ersten Win. Ich geh mit, ich geh mit. Bro, let's go, Digga. Erster Win, Freunde. Auf. Prost, Lukas! Nach 5 auf unseren Stunden. Win! Bro, auf ganz kurz. Win. Ja, okay, komm rüber anstoßen, Bro. Komm anstoßen. Komm du rüber! Nein, komm du anstoßen, Bro. Ah, komm anstoßen. Bro, Bro, komm anstoßen. Ich muss mies auf Toilette, ne? Lukas! 1000 Euro, Bruder, wenn du gehst! Oh mein Gott. Entweder du gehst aufs Klo, Bro. Entweder du gehst aufs Klo, 1000 Euro sind weg. Oder du pinkelst einfach auf den Boden, Bro. Boah, ich bin echt immer überlegen, wie ich das mache. Ha? Easy, Bro. Easy. Ey, wir dürfen halt keine Handys benutzen, ne? Das ist echt so doof. Das stimmt. Aber denkst du draußen, ist immer noch cloudiges Wetter? Cloudig? Cloudiges Wetter? Ja, oh, ich dachte ist, nur, es Digga. Es ist nachts, Bro. Es ist nachts. Das ja. ist keine Cloudy. Okay, dann würde ich sagen, ja. Oh, Bro, ich muss so dringend auf Klo. Ich glaube, ich gehe mal einfach kurz auf Toilette, oder? Hä? Dann hast du verloren, Bro. Ja, okay, dann mache ich nicht. Alles gut. Ja, let's go. Nächste Runde, Abfahrt. Alles wir müssen gut, hier ja. noch, keine Ahnung, wie lange das Spiel, bis einer aufhört. Außer du hörst jetzt auf, gehst aufs Klo, dann können wir schlafen gehen, sag ich dir ehrlich. Okay, Freunde, ich bin gemutet. Fortnite läuft, ich suche gerade sogar schon eine Runde mit. Ich habe sogar 9 Account Level 1 hier mit der Konsole. Ich geh kurz auf Klo, ja. Oh mein Gott, verloren. Nee. Verloren. Ich geh auf Klo, Bro. Hey, wie du gehst auf... Also ich spiel doch Fortnite. Das ist so bodenlos, das ist so... Du hast verloren. Hä, nein. Du nee, nee. Regel war keine Handys. Sieht das aus wie ein Handy? Das ist so bodenlos. Weißt du, was ich gleich mach? Ich leg mich schön ins Bett. Scheiß legst du dich ins Bett? Ich leg mich schön ins Bett, Bro. Ja, ich will mich schön ins Bett legen. Und weißt du, was du machen kannst? Gar nichts. Du musst hier weiterspielen. Ich geh jetzt erstmal auf Toilette. Bro, ey, vielleicht holen wir uns was zu essen, Freunde. Bro, ich bin in der Lobby. Ich suche gerade ein Game. Ich bin mitten im Spiel. Cloud Gaming, mein Freund. Das ist so bodenlos. Ich geh jetzt auf Toilette. Nein. Junge, das ist nicht bodenlos. Das ist bodenlos. Nein, ich bin noch gerade in der Runde. Und Freunde, meine nächste Runde mache ich jetzt von der Toilette aus. So, mit Fässchen. Bro, ich zock gerade. Bro, ich kann einfach ganz normal zocken. Die Qualität ist übel krass, Junge. Das ist so krass. So, wir landen Paradise, Freunde. Ich sag's euch auch nie. Okay, Freunde, ich lande. Junge, die Grafik ist super flüssig. Ich komme gerade ganz überlegen klar. Okay. Erstmal das aufsammeln, Shotgun. Komm. Wow! Ich hab meinen ersten Kill! Oh mein Gott, ich hab keine Munition mehr. Kann ich schnell nachladen? Hab einen. Bro, ich rasiere hier gerade mies. Bro, ich hab keine Munition mehr! Bro, wenn ich jetzt alle krieg mit der Pickaxe, raste ich komplett aus. Erste Runde ist halt Bock, glaube ich, mit einem neuen Account, Freunde. So, noch in der Runde. Ich bewege mich natürlich auch weiter. Wir wollen ja nicht, dass jemand in die Kommentare schreibt, ich zock nicht. Jetzt geht die Maus nicht, Digga. Ich krieg's einen Vollraster, wirklich. Na, das Ding ist jetzt, Leute, ich kann ja nicht zocken, weil die Maus, die Akku geht leer. Schaut's euch an, es blinkt. Akku geht leer. Das heißt, er muss mir eine Maus bringen. Er muss mir eine andere Maus bringen. Und dann legt er das Ding weg, diese Gaming-Konsole, was er da gemacht hat. So. Warum bin ich ein Pisser? Guck dir an. Zeig her. Guck, Bro, ich hab mehr Kills. Ich hab 4 Kills. Lass mich kurz sehen. Nö, du willst sie nehmen. Nö. Gib doch mal Bro, spiel weiter Fortnite, das hast du verloren. Ganz kurz, komm mal her. Was? Komm mal her. Was willst du? Komm mal her. Was willst du denn? Jetzt komm her. Ja. Jetzt zeig mal her, wie du das spielst. Ja, komm. Bro, das ist safe über Handy-Server irgendwas. Nein. Gib mal her. Bro, hier, guck schnell. Gib mal kurz her. Nein, ich geb dir jetzt nicht. Warum nicht? Ich kenn dich ganz genau, warum nicht. Ja, was machen wir jetzt mit dem Maus-Thematik? Spielen. Oh, ich könnte ja eine Maus holen gehen. Okay, ich hol dir die Maus. Ich hol dir die.
Bro, ich hol deine Maus. Warte, ich muss gerade gucken, nicht dass ich sterbe. Ich hol deine Maus für dein. Ja, das Red Bull hätte ich dann schon gern. Dein Ernst, Bro? Das ist, da habe ich zwei Stücke draus genommen. Bro, Maus oder Red Bull? Ja, okay, nimm das Red Bull, aber ich trinke jetzt einfach. Nein, das mach ich nicht. Junge! Stell's hier, du kannst hier jederzeit holen, das ist ja gar kein Problem. Ja, kann ich doch, wenn ich mit meiner Tastatur mitgehe. Bro, ich leg mich jetzt echt mal ein bisschen ins Bett, ne? Was macht die Arsch? Nee, alles gut, Bro, ich zock jetzt gemütlich aus dem Bett. Ja, spielst du jetzt Solo oder was? Ja, ich zock gerade ein, zwei Ründchen Solo auf der G-Cloud. Hä, dein Ernst, Bro? Ja. Ist schon mein Ernst. Okay, Freunde, derzeit ich in die nächste Stadt laufe, suchen wir gerade mal Odoman schnell eine Maus. Boah, was können wir nehmen? Warte mal. Ah, so. Ja, meine 3 Euro Amazon-Maus. Bro, die wird's. Okay, geil. Okay, Moment, ich muss Kamera. Oder krieg ich das so? Ja, komm, das zählt. So, in der Zeit ich die ganze Zeit laufe. Freunde, ich verstoße gegen keine Regel. Ich bin die ganze Zeit am Zocken. Und hab sogar eine gute Tat vollbracht und ohne Mann eine Maus gebracht. Komm mal hier. Was ist das? Bro, nimm diese Maus. Das ist eine High-End-Gaming-Maus, okay? Bro, MGS. High-End-Gaming-Maus. 5 Euro Amazon. 5. So. Bro, ich muss jetzt mal die Runde gewinnen. Mein Mate ist gerade down gegangen. Tut mir leid. Bro, ich kann gerade echt nicht. Ich muss gerade wirklich den Uni holen. Den Zone. Okay, Freunde, ich lauf. Beide Mates sind down. Also darf ich jetzt die Maus einstecken, ohne dass ich verliere? Ja. Ja, drück doch auf Tastatur WASD oder so. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, wie krass ist bitte die Technik heutzutage, dass man einfach auf so einer Konsole komplett lagfrei, ohne Wartezeit, man drückt auf Fortnite, ist sofort drin und dann nur noch mit dieser Qualität hier zocken kann. Freunde, ich sag euch for real, Cloud Gaming ist absolut die Zukunft. Und die G-Cloud ist gerade echt geil. Also wirklich, ich fühl's ganz anders. Okay, der eine Mate hat die anderen schon mal revived. Aber ich laufe. Okay, da vorne nächster Gegner. Junge, einfach gemütlich im Bett Fortnite zocken. Bro, hätte mir das mal vor ein paar Jahren einer gesagt, dass das mal irgendwann möglich ist. Ich muss halt ehrlich sagen, okay, Licht ging aus. Man muss mit der Steuerung natürlich noch ein bisschen üben. Deswegen, ich bin jetzt noch nicht der Übersweater, Freunde. Ihr seht's ja, aber... Oh, Junge, ja klar. Er baut wie keine Ahnung was. Oh, ja. Oh, Ska. Okay, und Verbände haben wir. Nein. Oh mein Gott, Bro, ich werd mies gerusht. Bam, erster down. Komm, ich muss mich hin. Oh mein Gott, Freunde, was geht ab? Wo sind meine Mates? Warum helfen die mir denn nicht? Ey, bitte komm mich holen. Die sind safe weit weg, oder? Ja, Bro, die sind Loot Lake, okay. Aber Real Talk, Freunde, gönnt euch diese Grafik. Ich finde das so faszinierend. Aber egal, auch wenn wir die erste Runde gestorben sind. Ich liege im Bett und Odoman nicht. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied gerade. So. Ja, Odoman, ich bin leider mit 4 Kills gerade gestorben. Ja. Hast du gehört? Ey, die Maus ist der Wahnsinn, Bro. Ist sie gut? Ey, die ist der, ey, Oberhammer. Ich freu mich voll. Pass mal auf, wie ich jetzt sitze, okay, mit der Maus. Ja, das ist die beste Gaming-Maus. Okay, ich guck mal. Bro, da kann dein... Ich kann leider gerade nichts machen, ne, ich spectate, ich bin down, aber die Mates holen mich bestimmt gleich. Ist voll schade, ich kann jetzt nicht aktiv zocken, aber... Dein Ernst? Also ich zocke ja schon, aber nicht aktiv, so, ja. Bro, das ist so ehrenlos, Bro. Bro, du hättest dir selber so Sachen besorgen können. Ich hab mich für die Challenge vorbereitet und du nicht? Du hast dich in Da kam ich mir vor, ich hab den. Wo ist deine G-Cloud? Ich hab dich nicht verarscht. Oh, nö, ja. Jetzt gibt's aber 2000 Euro Strafe. Ich hab schon gesagt, wenn du trotzdem gewinnst, 2000 Euro. Bro, kann ja sein, dass Akku leer geht oder irgendwas. Stimmt. Oder du einfach länger wach bleibst. Bro, schlafen kann am Ende alles entscheiden. Guck mal, das Kabel ist zu kurz. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ey, Bro, ich geh mal ganz kurz rüber, mir was Kleines zu Snack machen. Ich hab echt Hunger. Wie zu Snack machen? Ey, du hast doch einen Apfel, das ist doch gut. Ja, Bro, der ist halt auch noch nicht mehr so, wie er mal war. Ja, alles cool. Ich geh kurz rüber in die Küche, schau mal, was ich mir mache. Vielleicht einen Burger oder so. Bring mir wenigstens was mit auf. Ja, natürlich. Bring ich dir nichts mit. Ich bring dir gar nichts mit. Mit. So. So. Boah, hier. Ich muss hier alles mit einer Hand machen. Bis gleich. Ja, mach ich nicht. Okay, Freunde, nur als Beweis. Digga, es regnet wie sonst was. Okay, ich muss schnell rübergehen. Wir waren ja gerade im Büro, jetzt gehe ich kurz ins Haus. Es ist richtig kalt und regnet. Oh mein Gott. Okay, Haustür. Ich wurde wieder geholt?
Ich wurde revived! Oh mein Gott, Bro! Okay, Freunde, ich bin in der Küche jetzt. Ich wurde gerade noch revived. Bro, ich muss jetzt Vollgas geben. Wie mache ich das? Moment, Moment, Junge. Manni, Bruder. Ja, ich kann dir nichts zu essen geben. Ich muss Fortnite spielen. Ist jetzt egal, Freunde. Facecam ist jetzt gerade nicht perfekt, aber ich muss gerade in die Zone rennen. Das ist wichtiger als alles andere. Ich muss gerade in die Zone rennen. Okay, okay, Freunde, ich bin drin. Warte, da ist ein Loot-Drop. Ich baller mir schnell den Chucky. Komm, 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 komm. Bro, Chuck. So, was kann ich sein, Bro? Du, ich jetzt sterbe. Bitte, ich muss den Win holen. Bitte. Ey, Mates, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bro, ist dem noch beide, bitte. Holt mich einfach. Ja, der eine läuft, der eine kommt zu mir. Bro, komm schon, 12 HP. Ich hab 12, 10, 8. Er geht looten. Er geht looten. Bro, er geht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Leute kennt, die immer erst looten, anstatt zu helfen. Ist bei jedem Freund so. Guck mal, er hat gewartet, bis ich gestorben bin, um sich jetzt einen Chuck-Chuck reinzuhauen. Oh mein Gott. Final Zone. Wir sind in einer kleinen Zone, Freunde. Fast ganz am Ende. Und es läuft immer noch alles. Ich meine, ihr seht es im Hintergrund gerade. Nein, die haben abgebrochen. Haben sie nicht. Ich küsse euer Herz. Ich küsse euer Herz. Ich küsse euer Herz. Okay, noch ein Kill. Es leben gerade mal noch 6 Leute. Hab ihn, hab ihn. Niemals, niemals. Gönn ich mir auch. Okay, last one, last one. Bro, wir holen den Win. Als ob, Bro, ich hab grad 5 Stunden am PC schon reingesweatet. Ich wollte doch nicht direkt auf der G-Cloud anfangen. Aber erste Runde, wir machen Win. Ich bin direkt Level 2. Oh mein Gott. Okay, ich gehe erstmal zurück in die Lobby, Freunde. Denn ich wollte eigentlich was zu essen holen. Das machen wir jetzt. Und ich gebe meiner Katze was zu essen. Ich kann alles machen mit der G-Cloud. Später. Hab einen. Ja, klar, klar. Er ist tot, ist tot, ist tot. Na? So, mein Lieber. Wir haben jetzt gleich 0 Uhr. Statement, wie geht's dir? Ich bin total müde, Digga. Echt? Ja, ich bin echt. Bro. Ich hab den ganzen Tag, ich bin gefahren morgens. Stimmt, er kam vorhin, muss dazu sagen, er ist 4 Stunden Auto zu mir gefahren. Und wir spielen jetzt seit, wie lange ist es? Fast 10 Stunden, also ne, ja, 8 Stunden spielen wir jetzt schon am Stück Fortnite. Kann man machen, oder? Ich nicht. Also ich habe auch noch was getrunken, ich sehe schon, dein Essen läuft. Ja, nee. Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ne, mit der... Oh, das war... Oh mein Gott! Bruder. Oh mein Gott! Das wäre fast krass gewesen, ne? Digga, ich dachte gerade schon 10, 20.000 Euro. Digga, das ist so ehrenlos. Ey, Digga, das ist so ehrenlos. Ich leg die Sachen nur kurz hier hin. Wenn du Hunger hast, dann hol dir einfach deinen Apfel. Das ist doch voll cool, das ist Bro. So ehrenlos. Das ist so ehrenlos. Was denn? Ey, das ist ehrenlos, was du da schon wieder machst. Warum ist das ehrenlos? Du kannst doch deine Sachen holen. Die was liegen, kannst du deine Sachen holen? Die liegen halt da unten. Also, kannst du sie einfach holen. Naja, ich zeig mal weiter Fortnite, ne? Später, Odo Mann. Lukas, ich habe ein Problem. Was denn? Mein Fortnite hat sich gerade alles abgestürzt. Nein! Ja. Nee, 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 abgemeldet, Bro. Hä? Du hast verloren. Du hast verloren, Bro. Wenn es abgestürzt, hast du verloren. Das ist nicht mein Problem. Bro, es ist abgemeldet. Bro, ich war gerade bei Edits Wars und ich denke mir die ganze Zeit, warum geht das nicht weiter? Pass auf, ich zeig dir die Aufnahme. Bro! Ich bin noch drin! Ich hab gewonnen! Das kann ich hab gewonnen! Bro, das ist ich hab gewonnen! Das hab ich. Nein! Oh mein Gott, Bro! Bro, das ist der Win! Das ist der Win! Ich kann aufhören! Das ist der Win, Digga! Ich hab gewonnen! 1000 Euro auf deinen Nacken, Junge! Komm her! Nee! Doch! Nee. Bro, warum nicht? Nee, das ist. Du hast, ey! Bro, nur so Frechheit! Bro, ich kann nichts dafür, wenn deinem PC um 4 Uhr nachts langsam einfällt, hier Hack wegzumachen. Das ist dein scheiß Internet. Was für ich, Bro, ich, was für Internet? Ich bin noch in der Fortnite-Runde drin. Ich bin gerade noch drin. Hier, ich kann noch Kleider öffnen. Mein Internet funktioniert. Du hast safe irgendwas geklickt und dich ausgedrückt. Ich wette auf alles, du hast irgendwas. Guck auf, Bro, okay, ganz andere Sache. Wir gucken auf meinem anderen PC, ob ich hier noch Internet habe. Freunde, hier ist noch alles am Start.
und es läuft alles. Internet ist da, alles easy. Was liegt an dir? Bro, es kann nicht an mir. Ich hab gewonnen. Guck doch mal, Bro. Freunde. Ich kotze auch nicht mehr an. Freunde, guck mal auf. Ja, du hast kein Internet mehr am PC. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ich schwöre dir nichts mal. Ist mir egal, ich hab gewonnen. Ich schwöre dir nichts mal. Bro, es ist egal. Guck doch die Aufnahme. Ja, aber es ist egal. Guck, nein. Wo ist das? Wo wird das gespeichert, die Kacke? Bro, du hast verloren. Du hast verloren. Du hast keinen Fortnite mehr gespielt und das war's. Nee, so einer Scheiße, ich hätte so durchgezogen, ne? Du hast 12 Stunden lang Fortnite gespielt. Du hast verkackt. Naja, ich hab nicht verkackt. Nee, Bro. Ganz ruhig. Jetzt habe ich das Ding hier auch mal nehmen. Aber weißt du, was geil ist? Von dem Geld, was ich jetzt von dir kriege, kann ich mir noch eine G-Cloud kaufen. Oder noch ganz viele andere Dinge, weil, naja, 1000 Euro halt, ne? Das ist so ehrenlos, ne? Guck mal, ich hab für dich gestorben. Danke. Hey, das ist so rigged, Bro. Du hast geladen. Nein, hab ich nicht. Ich schwör auf alles. Aber Freunde, an der Stelle ist das Ganze entschieden. Kuss geht raus an Logitech und G-Cloud für die coole Kooperation ohne euch. Hätte ich heute nicht so einen entspannten Tag gehabt, dann sähe mein Tag nämlich so aus wie der von Odoman. Aber Bro, weißt du was? Auf komplett Ehre, weil ich voll unfair, Bro, ich konnte eben KFC essen und alles, ich konnte mein Leben leben. Du kriegst trotzdem die 1K. Wieso aber? Ja, Bro, weil ich habe hier einen 30er gemacht und so, 100%. Ich bin krank. Aber korrekt, dass du durchgezogen hast. Freunde, wir haben wirklich... Ohne Witz, guck mal, es ist weg. 4 Uhr nachts durch, ja, ich sehe es gerade, aber ich verstehe nicht, warum. Ich check's nicht. Aber das Krasse an der Sache ist wegen dem Internet, es interessiert mich auch mies. Scheiß, Bro. Das ist mir voll egal. Es interessiert mich kein bisschen, gar nicht. Jetzt mal Real Rap, die Grafik ist ja wohl insane. Ist insane, Bro. Das ist also schon krass. Also wenn man sich das jetzt mit anderen Konsolen vergleicht, ja. Bro, andere Welt, ich schwör. Das ist schon geil. Und das Geile ist halt Cloud Gaming, ne? Das ist ja nicht mal, das Game ist nicht mal auf dem Gerät drauf, sondern du zockst quasi in der Cloud. Das heißt, du drückst drauf und das Game startet. Genau, startet direkt. Kein langes Laden und keine. Das ist wirklich, Bro, das ist super. Und dann läuft es so heftig, das Game. Freunde, wir haben es aber offiziell jetzt geschafft. Ich kann alles ausmachen. Guckt euch meinen Tisch an. Ich habe hier alte Getränke noch stehen gehabt, die waren warm. Ich habe sie getrunken. Und keine Ahnung was, Freunde. Ich kann jetzt endlich auf Aufnahme Stopp drücken. Und ey, oh, ich habe meinen Erbsleintopf vergessen. Oh mein Gott. Ja. Und du hast meine Limette weggetan, sonst hattest du doppelt Spaß, du Idiot. Stimmt. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Kurs geht, wie gesagt, wenn wir raus sind. Logitech und G-Cloud, ich bin raus. Wir gehen jetzt schlafen, weil ich kann auch nicht mehr, Freunde. Haut rein, ciao, ciao. Wow, da ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mir schnell eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaube, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und einem